Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind zurückgekehrt. Ja, wir sind zurückgekehrt, nicht nur im Spiel, sondern auch in Alexandria. Und wir haben knappe 30 Minuten Zeit, Garnet das Leben zu retten, bevor sie nämlich von Brane umgebracht wird. Ja, wie ihr mitbekommen habt, haben sie aus Garnet ihre gesamten Bestie entzogen, extrahiert. Und Brane benutzt sie jetzt als Waffe. Ja, ganz recht. So wurde auch Clara komplett ausgelöscht. Und alles Leben, was darauf war, mit. Wir machen uns natürlich Sorgen um Queener. Wir machen uns Sorgen um Puck. Ob sie es überlebt haben, wir wissen es nicht. Noch nicht. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir kämpfen uns hier durch. Wir müssen alles durchschauen. Auch hier vielleicht, ob nicht irgendwo Items oder so sind. Aber ich glaube nicht. Das ist morgen erst sehr später maximal. Ja, also zuerst mal hier durch. Hier weiterkämpfen, herzuschleppen. Ja, Markus ist auch mit von der Partie gewesen. Der allerdings schließt sich hier nicht dem Kampf an. Wir sind eh schon vier Mann. Streng gesehen ist er damit eh das fünfte Rad am Wagen. Er hingegen begibt sich in den verwunschenen Wald, um seinen Kumpel Blank endlich aus der Versteinerung zu befreien und ihn wieder zurück nach dem Blumen oder wo auch immer hinzubringen, jedenfalls wieder in die schützenden Ärmchen der Tantalus-Bande. Ja, Insomnia und wupp, Zitanien Level abbekommen, sehr gut. Ich wage es gerade nicht, mich umzurüsten. Ich habe Angst, dass dadurch zu viel Zeit verloren geht. Hallo Burschen! Die rote Rose, meint ihr? Die hat noch nicht angelegt, nö. Mit ihr reden? Was? Prinzessin Garnets Leben steht auf dem Spiel? Nicht doch! Ist das euer Ernst? Vorhin habe ich aus Königin Branis gemacht, Son und Son ziemlich Lärm machen hören. Voll geil, kriegen wir echt einen Hinweis. Hinweis? Ja, wir werden Blau und Schlau lösen. Komm her, du Schnepfen. Die klatschen wir weg. Es wäre vielleicht schlauer, die alle auszuweichen, aber wir haben normalerweise genügend Zeit. Normalerweise. Weil Son und Son werden wir dann auch bekämpfen, selbstverständlich. Die werden wir sowieso einen großen Boden langziehen. Aber das Blöde ist, ich muss mich echt beeilen wegen Diebstahl und so. Ich glaube, ich lasse die Damen hier wirklich aus und schaue, dass ich nur durchhirschen kann. Na komm, jetzt trifft sie nicht. Ja, so muss das ausschauen. Bravo! 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 Ja, wupp, Startlevel abbekommen. Wir haben eine Mithril-Karte, also Mithril-Schwertkarte bekommen und etwas Skill. Ich muss die Marke schneller sprechen. So, lauf. Und dadurch. Nichts kämpfen, nur einfach durch. Schnell, schnell. Ich habe nämlich Schiss, dass man Zorn und Zorn, dass ich da ewig lange brauchen werde. Vor! Ihr erwischt's mich nicht. Nein. Ich habe die eigentlich immer besiegt. Aber jetzt habe ich echt Schiss, dass ich das nicht rechtzeitig schaffe. Also rein da. Diese paar Pünktchen holen wir später nach. Was sehen du jetzt da hier? Also die echt, warte, hier vielleicht noch durchschauen, ausnahmsweise. Zeitlich müsste es locker ausgehen, zur Not. Hau mal halt diese komischen Zwerge einfach weg. Zwerge sag ich, Entschuldigung, Clowns. Boah, das sind schon drei. Volle Kanne draufhauen, geht schon volle Kanne. Nicht nur halbe, sondern volle Kanne. So, die blöde Schnepfen. Ja, hör auf zum Karten. Wir sind dran. Schießt das was übersehen, du. Zack, diesmal weg. So, Vivi geht es dran. Und Steiner und Freya werden wohl die letzten klatschen. Was? Sauber gemacht. Quatsch. Zack, jawohl. So muss es ausschauen. Super. Jawohl, Vollmond erlernt. Boah, jetzt werden wir mit dem Schwert nochmal und haufenweise Skills. Wäre es echt nicht schlecht. Verflixt und zugenäht. Jetzt wäre es echt nicht schlecht, schon was Neues lernen. Aha! Natürlich. Okay, dann passt schon. Dann ist das hier nur eine Sackgasse. Eine Sack mit Gasse. Ja. Gut, Vivi klatscht schon mal eine ganze Leine weg. Das kann er, weil er ist gut in dem, was er macht. Und die anderen klatschen hoffentlich auch gleich dann die anderen beiden weg. Dani schafft nochmal auch wieder eine allein. Jawohl.
Quatsch, wurde es. Okay, die anderen zwei. Die anderen beiden kriegen die auch noch hin. Zack. Und du auch. Quatsch. Passt. Okay, dann lasse ich das mal auch unbedingt den mittleren Weg nehmen. Das müsste her. Bibi und Freya haben den abbekommen. Einmal Potion, einmal mittleren Schwertkart und Haufen weißer Gil. Sind die Belohnung. So, wir müssen hier rein. Passt. So, look. Lilly, wo bist du nur, Herrschaftszeiten, wo sie ticken, eine? Keine Zeit. Wie ging das gleich? Hier, glaube ich. Na, komm, schön hinstellen. Ein paar sehr verdächtig leuchtende Kerzen. Ein bisschen herumprobieren, in Ruhe lassen. Na, herumprobieren. Ja, schau, hau dir hin. Boah. Und nix wie runter. Hallo, ich will hüpfen. Hüpfen. Und hüpfen. So. Dann aufmachen. Ein Zelt. Ja, passt. Na, komm. Ich spalte ihn dazu. Einmal Polaris. Yeah. Oha, ich depp. Ich müsste die Steine anlegen. Das ist. Hat er schon sein Mittelschwert fertig? Ich weiß es gerade nicht. So, warte kurz, Mist. Okay, das pausiert leider nicht. Hat er das Schwert schon fertig? Na, Polaris ist nämlich ein Schwert für ihn. Ach, scheiß da unten drauf. Entschuldigung, nichts für runter. Wo normalerweise zeitmäßig müsste es passen, dass wir uns schnell umrüsten könnten, aber ich verzichte jetzt mal drauf. Wir müssen da schnell runter, wir müssen noch ein paar Mal kämpfen. Na, so, runter. Da kommen nämlich dann Biester. Noch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe jetzt echt mit irgendwelchen Monstern gerechnet, die uns da aufhalten sollen. Na, nix da, nix da. Nix da gleich. Und hier rein. Zack. Bam, 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 bam. Was zum... Oh, wir haben Besuch. Oh, oh, oh. Was wollt ihr hier, frag ich? Ständig funkt ihr uns dazwischen, damit wir nicht, damit wir jetzt, also damit ist jetzt Schluss, sag ich. Ja. Bam, 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 bam. Gott sei Dank. Haben wir es rechtzeitig geschafft. Ich hoffe, es klappt mit den Stibitzen. Ich hoffe es wirklich sehr. Auf jeden Fall werden wir gleich das Räuberauge einsetzen, einmal auf Sonn. Ich werde auch mal Feuer auf Sonn einsetzen. Angriff auf Sonn. Nochmal Angriff auf Sonn. Okay, Mithril Armreif hätte er. Und Mithril Rüstung. Okay. Die werden wir gleich Stibitzen probieren. Ach, hoffentlich haut es hin sein. So, da krieg ich schon mal Vollgas. Aber da. Oh Gott, wie hat er es besiegt? So, Stibitzen. Metokraft wird neutralisiert. Mithril Armreif Stibitz, das ist sehr gut. Ich hoffe, ich besiege den Deppen da jetzt nicht. Ich schwitze nämlich ein bisschen. Sollte es vielleicht ein bisschen langsamer angehen. Hoffentlich klappt das. Wurde neutralisiert, ja. Okay, er steht immer noch. Bitte, 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 bitte. Feuer auf Sonn. Bitte Stibitzen. Na, Zitane, warum hast du nicht getan? Ah. Nicht sterben, nicht sterben. Oh, der stirbt echt nicht. Der hält viel aus. Und war nicht scheiße. Bitte, 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 Stibitzen, bitte, Stibitzen. Boah, und heilen muss jetzt auch dringend. Bibi. Du bekommst eine neue Aufgabe. Du bist jetzt Heiler. Bitte, Zitane. Flare Power. Ja. Ach komm, Zitane. Dein Ernst? Bitte, bitte, Stibitz.
sagen, Freya? Ah, gibt's ja nicht. Bastarde. Mitrüstung, Gott sei Dank. Sehr gut, dann können wir schon mal ausschalten, den Mistkerl. Sprung. Geht schon, Freya, kannst ruhig, trau dich. Steiner, du kannst auch voll draufhauen. Und wir gehen sonst die Bitzen, also ausrauben. Ja, Party sein. Gut. Na, das geht nicht. Scheiße. Unbedingt ETA. Mal auf Vivi. Bah, wieder sterben, wieder sterben. Schade. Es gibt ordentlich Schaden. Zitane. Bast. Die lebt immer noch. Obwohl, jetzt haut ab. Na, die geht weiter zurück. Okay, dachte ich schon. Was? Nein! Verdammter Mist. Was, das vergessen wir euch nie, sag ich. Aber Prinzessin Garnett hat ihre Aufgabe bereits erfüllt, sag ich. Neuja, das geschieht euch allen recht, sag ich. Boah, ey, Schande. Naja, wir haben wenigstens 3 Sachen gestohlen. 3 von wahrscheinlich 4 ist besser als nix. Komm schon, schlag die Augen auf. Lilly! Kommen wir zu spät? Lilly? Prinzessin! Es ist alles meine Schuld. Oh weh! Prinzessin, bitte vergeb mir! Oh weh! Ich habe als Ritter auf ganzer Linie versagt. Hätte ich doch auf Mutter gehört und wäre Bäcker geworden. Mit dieser Schande kann ich nicht leben. Wo ist mein Schwert? Noch atmet sie. Ja, ich weiß. Freya, wir müssen hier schnell raus. Lilly, du wirst wieder gesund. Dafür sorge ich. Active Time Event. Freundschaft. Ah, Markus. Puh. Alter. Von dem vielen Gelaufe kriege ich bald noch Blasen auf den Füßen und so. Oh, verdammt nochmal, Markus. Raff dich auf für Blank und so. Ah, oh, Deichsel. Oh, mein Knie und mein großer Zeh. Puh, Markus. Hoch mit dir. Schlapp machen ist nicht und so. Ich glaube, er blutet. Schande, 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 Schande. Ich habe leider nur 3 Sachen gespitzt, die können tun. Ich weiß nicht mal, was das vierte gewesen wäre. Entschuldigung. Aber wie gesagt, man kann eigentlich alles kaufen. Auch ein Mognet. Vorhin kam ein Brief von Kubo an. Kubo, lass ihn uns zusammen lesen, Kubo. Was ist hier überhaupt los, Kubo? Die Burgstadt ist voller Soldaten, Kubo. Andererseits kursiert das Gerücht, Prinzessin Garnett sei nach Alexandria zurückgekehrt, Kubo. Prinzessin Garnett floh ja aus dem Schloss, weil sie Königin Brane irgendeiner Sache verdächtigte, Kubo. Was geht bloß los in den Köpfen der Königin und der Prinzessin vor, hm? Aus so wichtigen Leuten werde ich einfach nicht schlau, Kubo. Dann möchten wir gerne einmal zelten, bitte. Sehr gut. Und speichern du mal auch sofortigst. Lief ja im Großen und Ganzen lief es ja nicht schlecht. So. Platz 1. Und wir werden auch gleich die Rüstungen, also das Equip ändern. So, hier hin. Jawohl. Ich danke dir, das reicht. So. Equipped. Der gute Steiner hat noch mit der Waffe zu tun. Hier mit den Fäustlingen.
Raijin-Fäustling, sehr gut, nehmen wir gerne. Bronze-Rüstung ist auch weg, dafür die Vitrin-Rüstung, sehr gut. Die Gemeinstiefel braucht er noch einen kurzen Moment. Der gute Zitane hat noch keine bessere Waffe. Stirnbart braucht er noch mit dem Armreif. Auch die Weste und der Kraftbild auch, ist fein. Dann der liebe Vivi. Donnerstock ist fast fertig, fast Kristallarmreif. Okay, da geht gar nichts. Bronze-Dingens, da geht auch nichts. Und Goldschall ist momentan auch aus, okay. Dann die Freya. Die ist fertig, diese Waffe, aber wir haben dabei nichts Besseres. Hier kannst du den Goldhelm haben. Oder war das andere jetzt fertig? Jetzt ich geschaut, ich depp. Na, passt schon. Raijin-Fäustling braucht sie noch die Rüstung auch, aber den Kobaltring, den kann sie schon abgeben. Ich bekomme sie das hier. So, Fisch. Passt. Ability Plus für den guten Steiner. Haben wir da noch was? Exorzismus Kannibale, hau den Lukas. Hau den Lukas, war das jetzt für Monster? Ich habe schon wieder komplett vergessen. Achso, wenn die Waffe solche Eigenschaften hat. Okay, was war das hier? Dämonen? Humanoiden. Ja, nehmen wir das hier mit. Passt, fertig sind wir. Gut, auf geht's. Kann man da runterfliegen? Aha, nein. Da war leider Gottes nur... hier, ne? Schade. Dann halt wieder rauf. Immer wieder auf und nieder. Uah. Dann hier hoch. Darüber. Dap, 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 dap. Nix wie weg hier. Bada, bada, da, bam, bam. Hoch, rüber, links, rechts. Gehen wir Vollgas. Alter Schwede. So. Nix wie weg hier. Bam, 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 bam. Bist du das für ganz rüber? Scheiße. Na, falsch. Natürlich ist falsch. Jetzt richtig. Passt. Und tschüss. Sieht so aus, als wäre uns niemand gefolgt. Mach schnell die Tür zu. Also, genau. Jetzt kann keiner mehr rein. Königin Brane. Warum hat sie das nur getan? Ich würde, ohne mit der Wimper zu zucken, in den Tod gehen, um die Prinzessin zu beschützen. Und für die Königin ist die Prinzessin doch hier ein und alles, oder etwa nicht? Steiner, Alter, glaub mir. Ich kann verstehen, wie du dich fühlen musst. Zitane? Wacht Lilly denn nie mehr auf? Keine Angst. Sie ist nur sehr müde, weißt du? Leute, wir sollten Lilly eine Weile schlafen lassen. Was meint ihr? Mhm, freilich. Danke. Wäre ich bei dir gewesen, dann hätte ich dich niemals. Vergib mir, Lilly. Was ist los mit dir? Das sind ja auf einmal ganz neue Töne. Früher hättest du doch in so einer Situation doch sofort auf dich gestürzt, oder nicht? Unsinn, Quatsch. Die alten Leute, ne? 33 Jahre und echt nur Blödsinn im Schädel. Wirklich. Seit ich lebe, habe ich es zum ersten Mal verstanden. Wenn man sich nur von Zorn und Hass leiten lässt, dann wird man allen Emotionen unfähig. Selbst die Tränen versiegen irgendwann. Zitane. Da sind sie, sag ich. Die ganze Bande auf einem Haufen, sag ich. Beatrix. Lange nicht mehr gesehen, Steiner. Was habt ihr nur die ganze Zeit über getrieben? Nicht doch. Ihr werdet doch wohl nicht mit diesen Barbaren gemeinsame Sache gemacht haben. Was ist? Wen nennst du hier einen Barbaren, du wild gewordene Amazone? Du lernst es wohl nicht, was? Nochmal fetzen. Schön.
Mal schauen, was wir diesmal stibitzen können. Ich hoffe, dass es geht. Ja, ja. Zitane. Ich glaube, wir müssen jetzt... Schocker. Fangt jetzt schon mit Schocker an. Bis... Die fängt jetzt schon mit Schocker an. Ist es dein Ernst, Jedigste? Ich hau ihr mal aufs Maul, und zwar richtig ordentlich. Und dann geht's schon weiter. Nochmal Schocker. Auf Steiner, ey. Hallo? Ich versuch mal, was zu spielen. Ich hätte Eis wählen sollen. Phönixfeder. Ja, es ist schon mal ein Anfang. Ja, die Donnerklinge ist nicht schlimm. Ganz und gar nicht. Ja, ich will mit Eis dran probieren. Diebstahl fehlt geschlagen, ist klar. Donnerklinge. Jawohl, Zidane, ist logisch. Lieber von uns zu Steiner. Du machst dir wieder bitte fit. Player, du könntest Steiner ein bisschen heilen. Boah, wie ist gleich am Arsch. Im Arsch. Ja. Boah, verfehlt. Glück gehabt. Wir zahlen nochmal Magie. Und Stibitzen probieren. Ich hoffe, das war ein schon zu viel. Ja, die halten nochmal ganz schön was aus. Ah, wieder verfehlt, Gott sei Dank. Polaris, schon wieder eine Polaris geklaut. Ist ja unfassbar. Jawohl, schön heilen. Mimi darf wieder Magie anwenden. Ich würde sagen, wieder ein bisschen Eisra, ist das viel? Oder vielleicht. Du musst wieder stibitzen. Ich hoffe, das klappt. Und wieder Schocker weg. Kriegst du es ab? Mimi, super. Nichts mit Stibitzen wahrscheinlich. Diebstahl fehlgeschlagen, so schaut's aus. Dann tun wir wieder heilen. Gute Bibi. Freya tut dann wieder auch Potion. So, mit Bibi. Ja, Zidane kann schon stibitzen, wie er lustig ist. Das haut er mal nicht hin. Wir tun es trotzdem. Ja, freilich mit Zidane aufs Maul. Fehlgeschlagen ist logisch. So, Potion. Ja, das Potion braucht man da nicht nehmen. Ja. So, wieder Steiner. Und das wieder klauen. In der Hoffnung, dass es klappt. Ja, siehe Steiner hin. Beige. Diebstahl fehlgeschlagen. Aha, jetzt ist hier schon wieder vorbei. Empfangt eure gerechte Strafe. Atomisator. Ja, sicher. Und wieder sind wir alle fertig. Lasst euch hier nie wieder blicken. Ihr Bagagedreckiges. Mich mit euren bescheidenen Fähigkeiten zu besiegen, das ist, als ob ein Goblin einen Sack nah reiten wolle. Ein Moment mal. Du bist doch Alexandrias Generälin, oder etwa nicht? Als Generälin, was ist da deine Aufgabe? Lili, nein, jawohl. Prinzessin Garnett zu beschützen, oder? Dieser bewusstlose Körper auf dem Sofa dort. Du weißt aber schon, wer das ist, nicht wahr? Oh nein! Das ist doch nicht etwa Prinzessin Garnett. Also doch. Also wollte die Königin Brane die Prinzessin tatsächlich umbringen. Bitte was? Aber Königin Brane würde doch niemals... Steiner... Es ist an der Zeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Die Zweifel, die ich seit längerem hegte, scheinen begründet gewesen zu sein. Ich war all die Zeit im Irrtum. Der Dante dazu zu stimmen, geht mir zwar mächtig gegen den Strich, aber was es sagt, stimmt, Steiner. All das Leid, das ich dem Volk von Pomerkia zugefügt habe, mit dieser Schuld... werde ich bis ans Ende meiner Tage leben müssen. Ja, das werdet ihr.
So leicht werde ich euch eure Taten nicht vergeben können. Aber zuerst sollten wir uns um Lilly kümmern. Das hat Vorrang, denke ich. Freya. Eure Fähigkeiten sind jedenfalls bemerkenswert. Steht es nicht irgendwie in eurer Macht, diesem unschuldigen Kind zu helfen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas für sie tun kann. Aber ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Prinzessin Garnett, lasst mich euch helfen. Unsere Magie ist nicht so ohne weiteres zu brechen, sag ich. Ja, die Mühe könnt ihr euch sparen, sag ich. Wie fühlt ihr euch, Prinzessin? Kopf schmerzt. Wo bin ich? Lilly, ich bin's, Zidane, hörst du mich? Lilly, Prinzessin, Freunde. Was ist hier los? Die wollten sich Prinzessin Garnett schnappen, sage ich. Garnett? Konntet ihr aus Garnett alle Bestie extrahieren? Jawohl, sag ich. Dann ergreift Garnett und schmeißt sie in den Kerker. Zu Befehl, sag ich. Ich bitte euch, nehmt diesen Befehl zurück. Bohohoho, du wagst es mir, Brane, zu widersprechen? Königin Brane, meine Aufgabe ist es, Prinzessin Garnetts Leben zu beschützen. Königin, fügt der Prinzessin nicht noch mehr Leid zu, als sie ohnehin schon hat. Überlasst mir hier die Stellung. Bitte flieht so schnell ihr könnt. Ich bin so frei und verbleibe hier mit euch. Zidane, verschwindet von hier. So, so. Einstige Feinde raufen sich also zusammen. Köstlich, einfach köstlich. Zon, Zon. Langsam beginnen diese Nervensägen mich aber richtig wütend zu machen. Macht sie fertig. Mutter. Schiercher Traunschka, echt. Freya, wir verlassen uns auf dich. Keine Sorge, mein Bester. Los, Lilly, nicht sie weg hier. Prinzessin! Zerfleischt sie, sag ich. Ja, jetzt geht das Gefetze weiter. Ich fürchte, auch heute wird es wieder ein klein bisschen Überlänge geben, bis wir wieder unten bei dem Mogli sind, wo wir wieder schön speichern können. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse. Es ist halt so ein Spiel noch schwer zu sagen, wann man wo Halt machen kann. Also, wir werden auf jeden Fall mal angreifen. Was die Go? Heiliges Schwert, Donnerklinge, Exekutionsschlag, Atomisator, Schocker. Ich würde sagen, Donnerklinge? Macht die viel Damage? Verfehlt sogar. Okay, nix gut. Die Viecher sind stark. Das ist aber schlecht. Normaler Damage? Ist das gut? Ja, das ist besser. Einfach normal draufhauen. Boah, ein schönes Bild von ihr. Phönixfeder und Mastophant. Und jetzt sind wir dran. Alle hopp. Ja, und die ist schon gut. Edge, du hast uns nicht erwischt. La 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 la. Dummes, blödes Viechlein. Ich hätte es gleich machen sollen. Na toll, Schwarzmagier auch noch. Schwarzmagier. Verdammt, ist sie uns zuvor gekommen. Töten. Denen können wir leider nicht ausweichen.
Nee, nee. Bam, 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 bam. Macht aber gar nichts, die machen wir schon fertig. Keine Sorge. Jetzt ist nämlich Garnett auch wieder dabei, jetzt geht es schon was weiter. Magieschwert mal wieder. Na, normal, das passt schon. Die Kantare ist jetzt, alle Bestien sind weg, sie kann nichts mehr rufen. Das ist jetzt aber auch gut so, auch wenn sie es jetzt komisch anhört. Aber, ui, ich habe vergessen, Garnett auszurüsten, nicht Profi. Jedenfalls, das wollte ich sagen, es ist gut so, weil wir können jetzt hier nach und nach ihre Bestie erlernen. Ja, ganz einfach und unkompliziert. Und ich glaube, mit Reno können wir auch gleich anfangen. Allerdings werde ich dann schon im nächsten Part diese angedrohte Level-Up-Farm-Session machen müssen. Wieder, also ich glaube, ich komme jetzt nach Reno wieder. Passt, super. Also im nächsten Part heute nicht, aber morgen dann. Und da werden wir dann ein bisschen trainieren müssen und auch Geld verdienen, weil ich möchte unbedingt bei einer Auktion teilnehmen. Yeah, wup, 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 wup. Level up für Lilly und Steiner. Super. Und wir haben da ist jetzt ja gerade einmal nicht einmal noch 20.000 Leben. Das ist echt zu wenig. Ich habe sie bei der letzten Auktion schon gesehen, dass das echt ins Geld, ins Skill geht. Ja, ja, da kommt er dazu. Jo, jo, komm da her. Ja. Ja. Oder Hase? Keine Ahnung. Ein Hundhase vielleicht. Hundhase. Na, wie schwer als Hund gedacht sein, das Vieh hier. Mit Schlappohr. So, ja. Ah, da glaube ich, werde ich diesen. Da werde ich Härtegeschütze aufziehen. Wie schaut sein Geheimnis aus? Ja, Zitane könnte eine Portion vertragen. Keine Ahnung, was die empfindlich sind, ich bloß noch mit Eis. Ja, der erste ist schon mal erledigt, das ist schön. Ha? Ja! Ich glaube, Lilly hat doch eh noch genug Zeugs zu lernen, glaube ich. Da ist es noch nicht so schlimm, wenn sie jetzt nicht gerüstet ist. So, wir haben wir nicht kämpfen können bisher. Zack! Sauber. Yeah. Jawohl, Kannibale, Level Up, Holzauge und wup, 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 wup. Lilly hat Level Up schon wieder? Schön. Ja, 20.000 haben wir schon, aber jetzt muss ich leider umrüsten. Jetzt muss ich das mal machen. Okay, da sind wir noch nicht fertig. Eisenhelm, Mithrilhelm, gerne. Reitschin-Rüstung brauchen wir noch und Gemeinstiefelchen. Da wäre mal, oh puh, Hau den Lukas, würde ich mal glauben, dass das gut ist. Lilly, ich schaue einfach mal nach, aber ich kann Mithril-Rudel. Ja, okay, da hat es nichts Neues. Stirnband, Kristall am Reif, okay, Entschuldigung, habe ich mich echt vertan, da geht doch was. Aber nur ein bisschen, okay. Und bei Babylein, da, ah, schau, ein Punkt. Hat man schon, ne? Da gibt es nichts. Hier gibt es auch nichts. Und beim Goldschalter ist jetzt aber fertig. Da würde ich sagen, ich ziehe die Wüstenstiefel an, damit wir den Goldschal frei haben. Und der gute Zitane, der braucht jetzt auch noch ein kleines bisschen, ne? Ja, passt. Alles gut, alles schön. Gut, gut, gut. Wir laufen weiter. Wo ist bloß dieser Steiner? Alter, trödel gefälligst nicht rum. Tue ich wirklich das Richtige, wenn ich von hier fliehe? Was redest du da, Steiner? Seite an Seite kämpfen sie. Beatrix und... Also die ihren Eid bricht und sich gegen ihre Königin auflehnt. Und Freya, die Beatrix, trotz ihrer Verbrechen beiseite steht. Und für die Prinzessin streitet. Ich kann nicht zulassen, dass Königin Brane den beiden in ihrer Rage etwas antut. Zidane, ich habe eine Bitte an dich. Steiner, was auch immer. Ich meine, fliehe. Fliehe mit der Prinzessin aus Alexandria und bringe sie wohlbehalten zu Professor Toto. Professor Toto weiß sicherlich einen Weg, wie dieses aus den Fugen geratene Alexandria zu retten ist. Alles klar. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde auch mein Bestes geben. Zitane,
Meister Vivi, ich verlasse mich auf euch. Prinzessin, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Steiner, alle tun das nur für mich. So ist es, Lili. Für dich, Lili. Für Alexandria. Aber auch für jeden Einzelnen von uns leben und kämpfen wir. Und deswegen dürfen wir nicht stehen bleiben. Wenn wir hier krepieren, war alles umsonst. Wir müssen leben. Aber ich... Zum Grübeln fehlt uns jetzt leider ein wenig die Zeit, meine Süße. Wir haben es gleich geschafft. Ein bisschen noch durchhalten. Ja. Yeah. Ist nur ein Viech. Oh. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Dann brennt man halt weg, ne? So. Wow. Das hat gereicht. Super. Fein gemacht, Vivi. Jawohl. Yeah. Hey, Fisch, warte mal. Da können wir noch nicht viel weg hier. Bitte speichern. Oh, okay, es geht nochmal weiter. Ha! Wie es aussieht, werdet ihr mit denen... Also, falsch. Wie sieht es aus? Werdet ihr mit denen fertig? Sollten ständig welche nachkommen, dann könnte auch ich schneller meine Grenzen. Verdammt, es geht schon wieder weiter. Es wird halbwegs überlängert, Entschuldigung. Ich werde auf jeden Fall mal einen Sprung versuchen. Hoffentlich wacht Beatrix wieder auf. Ja, perfekt. Normaler Angriff, da müsste erst schon mal erledigt sein. Jawohl. Oh, fast besiegt. Aber ein normaler Angriff reicht doch. Boah, das kostet ganz schön. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sauber. Ha! Wollt ihr etwa ewig leben? Doch haben wir es nicht überstanden. Beatrix! Freya! Steiner! Seid ihr es etwa? Hauptmann der Blutertruppe, Adelbert Steiner zu stellen. Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, meine Damen. Die Ehre ist ganz auf unserer Seite. Sehr gut, also normaler Angriff, normal und nochmal normal mit Steiner, das muss doch nicht passen. Ah, das geht sich nicht aus, nein. Da hätte ich müssen auf jeden Fall den Speer einsetzen, dann hätte es gereicht. Muss ich mir merken. Passt, erledigt. Sehr gut. Sehr fein. Boah, fast Level Up, ne, für beide. Yeah, ja, der Stein, Phönix, Feder und ein bisschen Gil. Sehr gut, und wir haben es gleich geschafft, denn wir gehen schnell zu Mugli rein. Zu dem Mugli hier. Hallo. Hast du noch einen Brief für uns? Eine Bitte, Kubo. Übergebt den Brief an Monty, aber gerne doch. Danke, Kubo. Wir werden jetzt speichern und den Part beenden. Sehr gut. Es ist aber auch spannend, finde ich. Hier hinlaufen, dorthin laufen, da eine Flucht und hier eine Flucht. Ach je. Wow, 20 Stunden haben wir schon gespielt. Echt wahr? Gottes Willen. Schön. Ich bedanke mir. Vielleicht noch Zelten. Ja, das wäre nicht schlecht. Passt schon so. Na fein, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend.
je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!